Wir gehen den Weg zu unser inneres Herz. Wir brauchen auch körperliche Übung. Die Körper sollen gesund ernährt. Unser Geist, unsere Seele brauchen auch gute Nahrung zur Verfügung. Weil viele Menschen, wir denken jeden Tag zu viel. Stimmt? Manchmal wir brauchen Pause. Aber manche Gedanken sind sinnlos. Tatsache, das schadet uns selbst, schadet auch die Umgebung, die Familie, die Beziehung. Und ja, wie eben und die Dame erzählt, die Gelassenheit ist so wichtig. Aber schwer, ne? Reicht zu sagen, schwer zu tun. Diese Herzübung, ich finde auch sehr wichtig. Das ist auch sehr beliebt von unseren Tiengong-Leuten. Wir sagen eine 5 Herzen. Na, egal welche spirituelle Schule, das wir machen, die 5 Herzen sollen wir immer im Alltag benutzen. Die erste ist sanftmutige Herz. Na, wie eben er erzählte, die sanftmutige Herz. Sanftmutige Herz als eine Voraussetzung für alle. Na, zum Beispiel wir sagen Tiengong, na, die Licht, die Liebe übertragen, die Bigu. Wir sagen immer, das ist eine Gottesgnade. Stimmt? Wir haben nicht getan, nur 20 Minuten die Energie bekommen, dann brauchen wir nicht essen mehr. Für viele Menschen das ist nicht vorstellen. Na? Wie kann man 20 Minuten hier sitzen, dann nicht essen brauchen? Das ist eine Gottesgnade. Na, wenn wir Gottesgnade bei uns richtig festhalten, wir brauchen unser Herz sanft bleiben. Na, das ist wie Bauer so. Bauer, Samen anpflanzen, erstmal die Erde pflügen. Na, wenn die Herz zu hart ist, die Samen kann nicht anpflanzen. Nur auf dem Boden oben bleiben. Die gehen nicht tief, dann bekommen keine Sprosse, keine Frucht. Die zweite ist barmherzige Herz. Ja. Barmherzige Herz ist eine Nahrung für uns selbst, auch für die anderen. Die geistige Nahrung. Nicht die Liebe ist nicht nur im Mund bleiben, sondern auch nicht nur Mitgefühl, sondern richtig lernen zu geben, zu dienen. Durch diese Tat, dann die anderen Menschen helfen, ist auch gleichzeitig uns selbst helfen. Die Liebe, die dienen, ist uns selbst innerer Wachstum. Das ist die wichtige Nahrung. Ohne diese Nahrung, zum Beispiel wir haben Samen gepflanzt, ohne Sonne, ohne Wasser, die kann nicht aufwachsen. Unser innere, jeder Lebewesen hat die spirituelle Worte. Aber die Sprossen, so manche kleine, manche größer. Ja, wenn wir mehr Liebe haben, mehr Wasser, Sonne geben, dann die Sprossen langsam aufwachsen. Da ein Tag kommt richtig eine großer Baum und Frucht bekommen. Ja, dazu wir brauchen ein barmherziges Herz. Dann die dritte ist Ruhe und Friedensherz. Ja, weil jede unsere Sprosse ist noch sehr zart. Wenn sofort Gewitter kommt, donnert, dann die kleinen Pflanzen werden zerstören, verletzen. Ja, wenn wir zum Beispiel, ich sage auch zu unseren Teilnehmern nach dieser Pico-Energie-Übertragung oder Liebelicht-Meditation, wir sind sehr ruhig, sehr schön und zufrieden, viel Liebe. Aber wenn wir von heute diese Saal verlassen, nach Hause, in Gesellschaft, morgen beginnen wir zum Arbeiten, dann hat immer verschiedene Themen. Dann in unserem Alltag, wir haben genug Gründe zu Ärger, Wüten, Unruhe. Na? Dazu, ich sage immer zu unseren Leuten, versuche mal, Ruhe zu bleiben. Nicht die eigene Ruhe zu verloren. Wir haben Gnade, die Liebe bekommen. Und wenn jemand mit uns streiten möchte, wir sollen unbedingt nicht mitstreiten. Na, warum? Wenn wir auch mitstreiten, dann wir erstmal verlieren unsere Energie, unsere Liebe. Wir haben mehr Verlust. Na, deswegen diese Ruhe, Frieden ist ein Schutz für uns selbst. Ja, jeder braucht einen Schutz.
Die Energie bekommen, wenn wir wütend streiten, dann die Energie so ganz schnell wegfließen. Da wird es sehr schade. Danach kommt noch eine Toleranz und Vergebungsherz. Und von meinem Gefühl ist die Toleranz Vergebung wie eine Raumlichkeit. Ein Baum, die aufwachsen, die brauchen eine Freiheit, eine Raumlichkeit. Wenn zu eng ist, da kann nicht richtig wachsen. Für Menschen auch. Unsere Entwicklung braucht ein Toleranzherz, eine Vergebung. Sich selbst vergeben, die Nächste vergeben, auch eine Toleranz. Besonders in jetziger Zeit, in Globalisierungszeit, wir jeder spüren, unsere Erde, unser Planet ist wie ein Dorf. Stimmt? Ist kleiner geworden. Und in diesem kleinen Dorf brauchen wir ein großes Herz. Sonst keine Frieden mehr. Dann immer Konkurrenz. Problem, Unruhe, Disharmonie. Das ist das, ne, wir so lernen, so ein großes Herz, damit jeder hat einen genug Platz für unser Wachstum. Ne? Das ist die Toleranz ist nicht nur für andere, ist auch für uns selbst. Wenn wir die Toleranz verlieren, dann ich sage auch zu unseren Leuten danach, du hast keinen Platz für deine Füße mehr. Ne? Und deswegen, dass die Toleranz ist sehr wichtig. Und dann, danach bekommen Freudevolle. Das ist eine Unfrucht. Jeder möchte ein Freudeleben haben. Jeder sucht diesen Meister, sucht die anderen Schamanen, sucht welche Heiler. Dieses Ziel ist, die Freude zu finden. Na? Die richtige Freude ist für unser Herz, nicht nach außen suchen. Die Materie, schöne Auto, kann man nur kurzzeitig Freude bringen. Die richtig ewige Freude. Die ewige Freude soll immer von unser eigenes Herz. Egal heute regnet oder Sonne scheint. Egal heute der Chef mit uns mit der Freude oder der Chef hat heute ein langes Gesicht. Aber wir haben immer Freude bei unserem Herz. Na, mit diesen 5 Herz, wir können in Alltag benutzen. Sonst nachher die Energieübertragung nach Hause. Ne? Und ja, wir müssen unbedingt etwas nach Hause bringen. Mit den 5 Herzen in unser Alltag. Liebe zu uns selbst, Liebe zu den anderen. Vergeben uns selbst, Vergeben zu den anderen. Damit jeder eine Freude, Ruhe und Liebe bei sich selbst. Ja?